Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 2, Thron des Baal. Gut, ich habe hier gerade mal, Imon nochmal neu ausgerüstet. Wir haben einige Edelsteine wieder gekriegt. Die packe ich mal gerade noch ein. Weswegen bist du jetzt wieder überladen? Vielleicht hast du noch irgendeinen Debuff auf dir drauf. So, es gab einige Levelaufstiege, die machen wir auch noch gerade. So. Ein Schlag mit. Dann. Na gut, wegen Unbehagen wahrscheinlich. Du kriegst 1, 2, also neue Priesterzauber. Schön. Irgendwas Tolles hier. Immer Zähigkeit. Ja, du wahrscheinlich deswegen auch. Du steigst nicht mal im Dieb auf. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, gab es bei dir irgendwas Neues? Ja. Ja, ich nehme, glaube ich, auch das Abbild. Dann, genau, du hast ja noch Priesterzauber gekriegt. Ja, nehmen wir das vielleicht auch nochmal gerade mit. Wohlvereinte Stärke von zweites wäre vielleicht. Ah, Unsichtbarkeit aufheben wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Okay. Cool. Ich glaube, die anderen Mönche hatten ja auch nur noch. Gold liegen lassen. Wenn überhaupt. Sonst scheint ja auch nichts Interessantes mehr zu sein. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Einmal ins Einsprengsel, da können wir auch gerade nochmal rasten. Teile haben wir jetzt ja nicht gefunden. Wir wären soweit fit. Dann gucken wir, was uns hier noch erwartet mit der Lektion. Oh, du bist. Ja. Wieso bist du denn immer noch überladen? Du hast doch vielleicht wegen des Bogens. Ja, gib mal die Waffen ab. Ja. Das wird's gewesen sein.
Ihr hättet niemals hierher kommen sollen. Ich bin das, was in euch liegt. Ich bin der höchste Ausdruck eurer Macht, Gottling. Ich bin die letzte Barrikade, die ihr zwischen euch selbst und eurem Schicksal errichtet habt. Besiegt mich und diese Ebene wird aufhören zu existieren. Dann gibt es nur noch den Thron des Baal. Ah, wir müssen das sogar machen, okay. Aber ihr werdet mich nicht besiegen. Denn ich bin der Wüter. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Wurde aber auch Zeit. Okay, okay. Gut, gut. Dann schauen wir doch mal. So, du hast wieder ein bisschen nerviges Zeug beschworen, sehe ich gerade. Sprecht frei heraus. Na, ein paar Luftelementare, das ist natürlich nicht schlecht. So, wie sieht's denn aus? Die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr könntet mal wieder ein bisschen heilen. Kriegst du eigentlich gerade böse was ab? Wieso haben wir schon wieder keine Kontrolle über dich? Ja? Ich glaube, die Elementare machen aber sich gerade gut, ganz gut. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Lass mich doch bitte meine Gruppe wieder. Ach, kommen die immer neu? Das ist halt auch sehr uncool. Was ist nun los? Ja, scheint so. Ach, nervig. Braucht ihr etwas? Auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Der Stecken kommt mir einfach viel zu häufig jetzt leider in das Benutzen. Ich warte auf euren Befehl. Ich trage ohnehin schon genug mit mir herum. Ihr müsst das vom Boden auflesen. So, dann bist du wieder einsortiert. So, Ring 1, Ring 2. Das ist echt eine beschissene Rüstungsklasse. So. Ja, den Schlüssel können wir auch mal irgendwann wieder wegpacken. Los, spuck es aus. Verstanden. Das sollte nicht sein. So, du kannst dich mal gerade verziehen. Ja? Auf geht's. Nachdem du ja da rumstehst. Zeig die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen.
Würde ich noch ein bisschen Verstärkung holen. Ich habe meine Konzentration. Ich höre euch bestens. So. Ihr habt das Gute. Schade. Gute Werte, meine Lieben. Das war leider nicht so effektiv, wie ich das gerne hätte. Nimm diesen verdammten Trank. Mit Höchstgeschwindigkeit, Kamerad. Dankeschön. Bewaffnet, Verstand geschärft, bereit loszuschlagen. Ich bin unter Gerechten. Augen. Kratz ihnen die Augen aus. Ich helfe, wo immer ich kann. Ist was los? Schade. Was kann ich tun? Gucken wir, ob wir damit was machen können. So, naja, es geht euch. Fitwit Braun ist halt unsere kompletten Heiltränke. Dafür auf. Das ist uncool. Und danach haben wir auch den Kampf gegen Melissa an. Also. Ja? Bo sagt ja, bitte. Sagt mir, was du. Hier zeigt mir. So, gib ihm. Ich schlage zu. Alles klar, alles klar. Wäre sinnvoller gewesen, sie zu heilen. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Hast du noch irgendwas? Besser als nix. Ich warte. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Nächstes Mal! Ja? So. Dann holen wir uns da nochmal Verstärkung. Zeit aufzubrechen. Ich hätte gern einen Plan A, bitte. Schwerter statt Wörter. Ja, die Knochen liegen halt. So doof, dass sie halt jedes Mal wiederkommen. Also, es ist nicht schön. Ich hasse Bossfights mit Minions. Also Bossfights generell, aber Bossfights mit Minions sind halt das absolut Schlimmste. Na dann komm. Gib ihm. Das sollte nicht sein. Ihr habt eure Zauber gemacht. Sehr schön. Mist und Bo. Allzeit bereit. Dann bitte jetzt alle wieder auf den Wüter. Das sollte nicht sein. Du bist leer geschossen. Ist in Ordnung. Wir haben ja noch.
Mal gucken, wie die Sonnensteinkugeln sind. Sag mir, tatsächlich. Autsch. Ich glaube, wir brauchen gleich eine Massenabwirkung. Okay, wir brauchen irgendwas Dickeres. Ist in Ordnung. Ja? Ich bin bereit. Hast du noch irgendwas in Heilzaubern? Ich warte. Nein, nicht mehr rechtzeitig. Okay. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Seufz. Na, ich glaube, du heilst dich bitte erstmal. Meine Güte, geh doch endlich mal rauf. Bewaffnet. Wer wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Nimm diesen blöd Trank, bitte. Wurde aber auch Zeit. Wo sagt ja bitte? Ja. So. Bitte weiter auf den Wüterich drauf. Ihr habt absolute Priorität. Sprecht frei heraus. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu Schwerter statt Schwerter. Okay, nächste der Tod ist schön. Zu euren Diensten. Ich kann nicht noch mehr tragen. Was ihr mir gab, liegt nun auf dem Boden. Ja, wie gesagt, es ist unschön. Richtig unschön. Ihr hält einfach zu viel aus. Diese nervigen kleinen Viecher, die immer wieder neu kommen, hasse ich wie die Pest. Ja gut, es ist Ende. Die Kämpfe werden schwieriger. Und es läuft halt nicht mehr so rund, wie ich das gerne vorher hätte. So rum. Ich hätte halt nicht gedacht, dass meine kompletten Ressourcen jetzt hier schon aufgebraucht werden. Die anderen Kämpfe waren halt wesentlich einfacher. Ach fuck, das sind ja schon Dings. Ja. Jetzt muss ich das auch wieder auseinanderfriemeln. Nein, nee, Quatsch, die hattest du ja sowieso, stimmt. Das waren Simons Sachen. Ja. Was kann ich tun? Ich dachte, nee, du hast eine Massenerweckung, ne? Die Dienerin der Natur ist bereit. Wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Okay, okay. Tut mir leid, aber das letzte Teil konnte ich nicht mehr tragen. So, müssen wir dich halt auch nochmal ausrüsten.
So. Geht bei dir zum Glück relativ schnell. Wo ist meine Dings hin? Ah. Was ist nun los? Ja, ist die Frage. Macht es Sinn, dich in den Nahkampf zu packen? Ja. Braucht ihr etwas? Los, spuck es aus. Ihr heilt euch jetzt bitte alle mal. Und Bo, allzeit mir, was bereit. Zu tun ist. Ich warte auf euren Befehl. Nimm dies! Ja? So. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Ja, immerhin schwer verletzt. Ich warte. Das wird euch viel stärker schmerzen als mich. Auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. Die Rache ist mein. Komm, macht ihm jetzt. Gib ihm den Rest. Ja? Schon erledigt. Bitte mal zurückziehen. Ich helfe, wo immer ich kann. Na, du liegst noch. Ich bin bereit. Du bist wieder nicht verfügbar. Jeder Panther hat mal seinen großen Tag. Wo ist eigentlich mein Planar? Hat's das zerlegt? Scheint mir fast so. Das sollte nicht sein. So, dann bist du wieder nicht verfügbar. Was kann ich tun? Wurde aber auch Zeit. Dir geht's ansatzweise wieder besser. Ich glaube, dass ich dafür eine ganze Folge brauche. Meine Konzentration wurde unterbrochen. Meine Güte! Das Netz der Magie hat sich aufgelöst. Muss wohl was anderes ausprobieren. Gott, ist das ätzend hier, der Kampf. Wo sagt, ja bitte? Warum müssen hier auch so gottverdammte Minions rumrennen, die mir jedes Mal meine Zauber zerhauen? Stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn mich wird dir keinen solchen. Der hat schon genug Resistenz und Lebenspunkte und was weiß ich was. Gib mal den Heilstecken ab. Macht eigentlich Sinn, dass du den hast, ne? Ehrlich gesagt. Weil wenn du tot bist, ist ja eh alles rum. Schwerter statt Wörter. Aber gut, das war es mit Minsk. Sprecht frei heraus. Ich warte. Zeigt die Richtung mit dem Schwert. Und ist was los? Ich höre euch bestens.
Ja. Jetzt komm, leg den vielleicht endlich mal um. Das wäre vielleicht ganz praktisch, ne? Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Sag mir, was zu tun ist. Gut, Immun macht halt keinen Schaden. Braucht ihr etwas? Ich warte. Wenn diese beschissenen Viecher nicht dabei wären, wäre es immer noch blöd, aber nicht so schlimm wie gerade. Vor allem, weil die halt auch meine ganzen Magier immer zerhauen. Beziehungsweise die magischen Fähigkeiten von denen. Das ist echt nicht schön. Benötige ich Heilung. Warum muss es am Ende jetzt wirklich noch so stressig werden? Die Dienerin der Natur ist bereit. Aber gerne. Sagt mir, was zu tun ist. So, nimm du ein Zeug nochmal mit. Ich habe das, was ich tragen sollte, fallen lassen müssen. Leider habe ich nur zwei Arme und keinen Platz mehr im Rucksack. Was halt auch echt beschissen ist, dass man die Rüstung... Ich meine, klar, es ist logisch, dass man im Kampf einfach nicht die Rüstung wechseln kann. Aber es ist halt, wenn du die halt wiederbelebst, ist halt so ein Nachteil. Ich habe das, was ich tragen sollte, fallen lassen müssen. Leider habe ich nur zwei Arme und keinen Platz mehr im Rucksack. Ich glaube, die Armbrust lasse ich tatsächlich auch gerade mal. Zeit aufzubrechen? Ich warte auf euren Befehl. Ich warte. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Ich bin unter Gerechten. So. Bewaffnet, Verstand geschärft, bereit loszuschlagen. Ach gut, ja gut, du machst das Area den Karten gar aus, ne? Wenn es denn sein muss. Ja? So, nimm. In Bayerwans Namen. Es soll geschehen. Endlich diesen Trank. Meine Güte. Zu euren Diensten. Sagt mir, was zu tun ist. Was ist nun los? Wir... Ja, könnt ihr den vielleicht bitte mal umhauen jetzt? Es reicht langsam. Boser Augen. Kratz ihnen die Augen aus! Yeah. Oh, bleib doch mal stehen! Meine Herren! Wie ätzend kann man das denn noch machen? Super!
Wow. Ja, da mache ich mir wenig Hoffnung auf den Enkel, dass der rund läuft. Ich helfe, wo immer ich kann. So, hat noch einer von euch eine Massenerweckung? Das sind, glaube ich, gerade jetzt die beiden gestorben, die es können, ne? Ich warte. Okay, so. Sorry für die Ausrede, wie gesagt, das ist halt super nervig, der Kampf. Und sehr, sehr stressig. Ich werde dann die Gruppe nochmal neu ausrüsten und dann geht's weiter und hören, wie gesagt, wenn das schon so stressig war. Obwohl der Endkampf gegen Renekus war ja tatsächlich deutlich einfacher als der Kampf davor. Mal gucken, wie sie es gelöst haben. Okay. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Tut mir trotzdem leid für die. Ja, aber wie gesagt, ich bin mittlerweile, wenn die Spiele nicht mehr rundlaufen, halt super genervt und hab keine Geduld mehr für sowas. Bis dahin, macht's gut, Dankeschön und ciao, ciao.